Hallo und willkommen zurück zu Atelier Shelley. Ich habe ein paar Requests gemacht und dann war das Kapitel auch schon fast zu Ende. Jetzt wollte ich vorher mit euch aber noch was basteln. Und zwar, was hatte ich hier gefunden? Diese goldene Glücksmünze. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das sind alles die gleichen. Das ist ja ein Accessoire, deshalb würde ich sagen, alle Attribute plus 10 klingt ganz gut. Tja. Jetzt irgendwas mehrfarbiges. Boah, die Kosten. Eigentlich ist das wohl noch zu früh mit dieser Münze. Ich darf bis 78 raufgehen. Ich brauche auch ein bisschen Grün. Gibt es hier billigere Sachen? Der ist gar nicht übel. Der Knochen. Ist auch nicht schlecht. Der hat sogar drei Attribute. Das wäre nicht schlecht. Das waren nur 15 Punkte. Hat er auch drei Felder, die wir füllen können. Das ist gut. Und wir haben den oft. Ich will mal gucken, ob der hier so ein Ding mitnimmt. Nee. Also so eine Property. Dann können wir auch den hier ohne Property nehmen. Ja, Qualität 80 ist okay. Und dann haben wir hier noch 8 Punkte, die ich verschwenden darf. Und welche Farbe hätte ich denn gerne? Am besten Rot und Grün, ne? Oder? Eigentlich fast egal. Ich guck mal, was hier billig ist. Habe ich überhaupt einen Gegenstand, der nur 8 wert ist? Ein Sandkristall, ja, das ist nett. Das ist der einzige, den ich habe, dann machen wir das halt so. So, dann müssen wir erstmal die Kosten reduzieren, und zwar bei ihm hier. Und dann muss er hier ganz nach vorne. Können wir nämlich die Attribute hier um 16 erhöhen und dann nochmal um 12. Reicht noch nicht ganz, müssen wir nochmal machen. So, für den besseren Chain-Bonus kommt der jetzt hier hin. Und Properties. Nichts, was ich unbedingt brauche.
Aber Number Count müssen wir auf jeden Fall erhöhen. Dann müssen wir davor noch was anderes Grünes packen. Die Sachen bringen mir alle nichts. Dann muss ich doch noch mal eben gucken, ob ich hier irgendwie was verbessern kann. Nein. Pflanze haben wir, glaube ich, auch nicht dabei. Ja, dann nehme ich doch die Properties hier mit. Nur weil ich nichts Besseres weiß, mache ich das jetzt so. So, was bringt mir das jetzt? Wenn die hinten rumstehen, haben sie bessere Hitpoint-Regeneration und eine kleine Chance, einem K.O. zu entgehen und 20% höhere Critical-Chance. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, bei dem Gold Coin of Fortune, dass wir vielleicht mehr sammeln oder mehr Geld bekommen oder solche Sachen. Aber okay. Nehmen wir die Skill Power plus 10 nochmal und MP Reduktion 15. Ist ja auch nicht übel. Ich weiß nur nicht, wer den jetzt bekommt. Ich glaube, die haben alle schon Ausrüstung. Ich glaube, das kann weg. Wir haben alle schon relativ gute Sachen. Also bekommst du den doch und den anderen behalten wir dann für Synthese irgendwie mal. Gut, dann wollte ich mal eben
noch nach Aufgaben gucken, was ich hier noch überhaupt machen muss. Und so ein doofes Fass, das können wir mal gerade machen. Ah, ne, können wir nicht machen. Habe ich schon nachgeguckt, ich will meinen Opfern. Was machen wir denn dann? Ich wollte mit euch eigentlich das Kapitel jetzt beenden. Da können wir Lehm organisieren, okay. Dann würde ich sagen, wir machen das auch. Gehen noch eben kurz auf Reise und erledigen dann ein paar Requests, beenden das Kapitel und dann ist gut. Sogar. So, wo müssen wir denn jetzt hin für unsere Aufgaben? Das ist gut, da gibt es den Lehm, da gibt es auch das Erz, was wir hier noch brauchen. Gehen wir hier hin. Wird nicht so lange dauern, denke ich. Der war zu stark, um ihn einfach so zu besiegen. Dann war es so gewollt.行くわよ。急がせてもらうわ。追い打ち。これもどうぞ。どこからでも崩してやる。 Zeit, dass neue Gebiete kommen, damit mal wieder anspruchsvolle Gegner da sind. Ich bin stärker geworden.粘土みたい。いろいろな形に加工できるから好きなの。これは砂か。こんなもの何に使うんだ。どっこいしょ。鉱石は錬成にはなくてはならないものよ。 So. Ach genau, wir haben es ja schon erledigt. Das heißt, wir können direkt wieder abreisen. Renkin-Jutsu ni mo konna no ga arun da.
Geht trotzdem, wo ich hier hinten schon mal bin, noch einmal kurz nach Farf, nur um zu sehen, ob da noch ein Event lauert. Direkt eben durchwetzen. Nee, diesmal nicht, okay. Da hat er gerade gesagt, er hat neue Ware reinbekommen. Das stimmt überhaupt nicht. Martha. Nun gut. Dann gehen wir wieder nach Hause. Und schauen mal, was Kapitel 8 so bringt. Miruka hat rausgefunden, dass sie die Sonne nicht mag. Seitdem wir zu viel unterwegs waren, stellt sie fest, dass sie doch lieber zu Hause rumhängt und synthetisiert. Ja, der Wüstenweise. Der als einziger Weise fällt mir Keysgriff ein. Hey, ihr Shellys, ich habe eine Botschaft aus der Hauptstadt. Es sieht so aus, als hätte sich aus ihrer Untersuchung eine Entwicklung abgeleitet. Oder, beziehungsweise, es gab jetzt erste Erfolge bei ihren Untersuchungen, das wohl eher. Und welche Entwicklungen sind das? In der Hauptstadt wusste man bislang nicht allzu viel über den östlichen Kontinent. Aber nachdem sie jetzt einige von Solles Berichten gelesen haben, interessieren sie sich sehr für das Dorf Farf. Was ist das denn für ein Timing? Ein bisschen spät, oder nicht? Nun ja, die Regierungsbehörden arbeiten nun mal langsam, es tut mir leid. Nein, nein, ich wollte ja nicht dir die Schuld dafür geben. Aber egal, jedenfalls haben jetzt die Geschichtsforscher der Hauptstadt eine neue Theorie entwickelt. Und sie benötigen noch weitere Berichte über diese Region. Geschichtsforscher? Ja, die forschen über die Verbindungen, die die vergangene Zivilisation mit der Wüstenbildung hat. Aber jetzt warte mal, ich dachte immer, die Wüstenbildung wäre ein ganz natürliches Phänomen. Sorega doste.
Und wie kann es dann mit einer Zivilisation aus Menschen in Verbindung stehen? Tja, vielleicht. Willst du damit etwa sagen, dass die Wüste gar nicht natürlichen Ursprungs ist? Ja, so genau weiß ich das nicht. Wir sollten am besten Solle mal fragen. Kapitel 8. Frag Solle. Vorher... Ach, nicht vorher. Komm, ich frage ihn jetzt. Bücher gucken und so können wir später noch. Ihr macht euch wirklich gut, ihr beiden. Um nicht zu sagen großartig. Das ist schön. Solle, wir haben gehört, es gab eine Nachricht aus der Hauptstadt. Ja, und sie bezieht sich auf die Dürre. Was sagen Sie? Im Dorf Farf bestand doch keinerlei Anzeichen von Dürre, oder? Ganz genau, es gab zwar keinen Überfluss an Wasser, aber sie hatten auch keinen Mangel. Und das hat die Aufmerksamkeit der Hauptstadt erregt. Und die Wüste breitet sich in allen Regionen unterschiedlich stark aus. Und warum das der Fall ist, könnte der Schlüssel zur Lösung des Problems sein. Aber wie sollen wir das untersuchen? Ja, man könnte doch das Wassermanagement hier untersuchen und das dann mit den Wasserquellen in anderen Gebieten vergleichen. Oder statt Wassermanagement besser Wasserversorgung. Und das könnte dann als Beweis dienen für die Geschichtsforscher, für deren neue Theorie? Ja, allerdings versuchen sie ihre Theorie erst noch zu belegen. Macht euch nicht zu große Hoffnung. Aber selbst wenn es uns nur ein kleines bisschen mit der Dürre weiterhelfen kann, dann müssen wir es auf jeden Fall versuchen. Ja, wir müssen alle Schritte gehen, die wir können, egal wie klein sie auch sind. Gut gesprochen. Nun, dann werde ich euch mal darum bitten, die Wasserquellen in einigen Gebieten zu untersuchen. Untersucht dabei bitte auch die kleinsten Details. Klar, wir können das machen. Schließlich könnte das der Weg sein, Steras Dorf zu retten. Lotte, nein, Lotte, nicht nur mein Dorf,
Auch Stella hat. Sieht ganz so aus, als hätten sie Spaß. Stella und Lotte. Stella und Lotte. Sieht echt so aus, als wären sie langsam erwachsen geworden. Ja, gucken wir doch erstmal hier die Wasserquelle an. Aber dann gehe ich noch mal eben zu Escher in den Laden. Wie bist du so schnell aus der Gilde rausgekommen, Escher? Konnichiwa. Kyou wa. Dore? Einen Apfelkuchen. Leider kein Rezept, aber immerhin ein Stück Kuchen hat auch was. Jo, dann gehen wir mal. Warum zu Miruka? Ich gehe trotzdem einmal kurz hier hin, um zu sehen, ob da irgendwas los ist. Ist aber nicht, will's, kein Wasser sammeln, ich gehe zu Miruka. Wasser kann erschaffen werden durch bestimmte Techniken aus der Hauptstadt. Boah, wenn wir das auch könnten, würde das nicht all unsere Probleme lösen? Das ist ja außerordentlich fantastisch. Nein, so ist das nicht möglich. Ihr könnt nur kleine Mengen herstellen und ihr braucht dafür auch Rohmaterialien. Ohne die könnt ihr schon mal gar nichts machen. Oh, das ist aber nicht gut. Nichts in der Welt ist wirklich einfach. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Wir gehen nur mal zu Miruka und auf einmal hat die da ein Buch für uns, wie man Wasser extrahieren kann. Hat Raoul von Miruka gesprochen, dass wir da irgendwas abholen sollen? Ich glaube nicht. Kann auch sein, dass ich es verpeilt habe und nicht bemerkt habe. Lesen wir das Buch erstmal durch. Oh, destilliertes Wasser kann ich machen. Ich habe schon mindestens ein Rezept gehabt, wo ich destilliertes Wasser brauchte. Ich glaube für irgendeine Medizin oder sowas. Und das ist schon mal gut, dass wir das machen können. Aber ich weiß gar nicht, müssen wir das jetzt tun? Oder was ist...